Einen wunderbaren 13. Juli. Wir haben heute Nacht eine große Eruptionseinfließung gehabt. Das heißt, erst heute in den Abendstunden werden es viele von euch merken mit ein wenig schwammigen Füßen. Es ist wie wenn wie sagen Sie, es ist wie wenn ein Blackout sich vorbereitet, der aber nicht kommen muss. Ihr hört vielleicht immer wieder, dass es zu Stromausfällen kommt. Und das hat aber nicht mit dem zu tun, dass hier wirklich Panik zu verbreiten ist. Es geht nur darum, dass die Energie sich anpasst. Und hier kann es natürlich und wird es auch immer wieder zu diesen Defekten kommen. Aber es wird ausbalanciert. Es kommt immer wieder neue, sie nennen dieses Treibsandenergie. Es ist wie wenn etwas hineinrutscht im Energiefeld, in diesem Moment unpässlich werden lässt, aber es muss nicht zu diesen rigorosen Stromausfällen, die ja schon monatelang besprochen werden, kommen. Es kommen immer wieder vorläufige Blackouts, die vielleicht ganz schnell wieder behoben werden können. Es kann aber immer noch nicht gesagt werden, wie es dann im August ausschaut. Es heißt ganz klar, schaut, dass ihr eure Vorräte zu Hause habt. Und dieses nicht übertrieben, dieses nur so, damit ihr ein paar Tage ohne Strom auskommt. Und das Thema bleibt. Und mit diesem ist auch der Neubeginn, der jetzt am 13. Juli so rigoros bis zum 17. Juli eingeflossen wird, schon mit dem Thema gesagt worden. Neubeginn bedeutet, jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich selbst zu lieben. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich selbst in die beste Position zu bringen. Und wie komme ich in die beste Position? Wie erreiche ich diesen Ist-Zustand, in dem ich das mächtigste Instrument nutze? Und das ist mein Gottkanal. Der Gottkanal werde ich dir jetzt erklären. Es geht darum, dass eine Lichtpyramide im Universum eingetrichtert ist. Das ist ein Gesetz. Das ist eines der größten Gesetze, die es überhaupt gibt. Und diese Lichtpyramide ist ein Erschaffen von allen Hologrammen, die es, hier merkt man, dass es nicht einmal richtige Worte gibt. Das sind Hologramme, die der Atem bezeugt. Das sind Hologramme, die das Bewusstsein erzeugt. Das sind Hologramme, die alles in dir aktivieren. Alles. Man nennt dieses das Morsische System. Das Morsische System ist eine rigorose Geschichte. Und es kann genauso mit der größten Einsicht in das menschliche Bewusstsein, wobei wir nur sehr, sehr klein sind. Dieses allumfassende Bewusstsein ist weitaus, weitaus größer, als wir vielleicht das Universum uns vorstellen. Und da wir mit unserem kleinen Hirn dieses niemals erblicken können, geht es nur darum, dass wir uns jetzt einen Hauch einfühlen können, wenn wir mit diesem Gottkanal verbunden sind, was dann geschieht. Ich darf euch also einladen, mit mir zusammen in diese goldene Pyramide, also diesen Gottkanal, einzufließen. Warum einfließen? Weil wir jetzt zusammen dort hineingehen. Wir stehen dann in dieser Pyramide, in diesem Gottkanal. Und dann schaust du, was passiert. Also, ich verbinde dich ganz kurz mit mir. Du wirst es vielleicht sofort spüren. Es bewegt sich etwas. Es tut sich was. Wir wollen ja jetzt in die großen Hallen hinein. Ich sehe sofort, wie nennt er sich? Ah. Er sagt, ich bin der Engel der Stiegenführer. Er sagt, viele Menschen hören dir zu. Wir wissen dieses. Du verfügst über viele Talente. Du darfst dieses genauso den Menschen weitergeben. Und darum bekommst du nun, sie sagen, es ist ungefähr wie eine Green Card, um in diese heiligen Hallen hineinzugehen. Der Schlüssel wird übergeben. Es ist wie ein Labyrinth, wo wir jetzt hineingehen. Sie sagen, weil es die Menschsuche bedeutet. Das neue Bewusstsein muss natürlich genauso erst gefunden werden. Und mein Job über viele Jahre wird es sein, die neue Zeit den Menschen, die mir vertrauen, zu erklären. Mit Hilfestellung, mit Übungen und so weiter. Wir sind jetzt durch dieses Labyrinth durch. Und jetzt, das ist auch wieder interessant, nun gehen wir durch die
Königsschlange, das ist ja der Kundalini. Hier merkt ihr vielleicht, dass es körperlich schon anstrengend wird. Sie sagen, erst durch das Erwecken der Kundalini kann dieses reine Bewusstsein angenommen werden und es braucht ja viele Jahre, bis überhaupt die Kundalini beginnt wach zu werden. Und wenn sie dann wach ist, dann ist es tägliches Training, was notwendig ist. Und was wir hier machen, ist ein kleiner Einblick von dem, was wir Menschen erhalten dürfen. Okay, nun sehe ich die Pyramide und nun geht ganz oben, stell dir vor, das ist die Pyramide und hier geht jetzt dieses Licht herein. Ein unglaublich großes Licht. Jesus steht auf der linken Seite, die Engel auf der rechten Seite. Das Avatar ist vorbereitet. Und was du jetzt spürst, ist reine Energie. Das heißt, so kannst du dich auffüllen lassen. So kannst du jeden Tag mit dir arbeiten. Du gehst in die heilige Pyramide. Du entwickelst dieses Wissen um alles. Du entwickelst eine perfekte Gesundheit. Du entwickelst das Ich bin in dir. Das sind so großartige Übungen, die wir zur Verfügung bekommen. Was ich dir jetzt nur in kleinen Schritten erklärt habe, kannst du jeden Tag zu Hause machen. Geh in deine heilige Pyramide, in diesen Gok-Kanal, jeden Tag, jeden Tag. Und jeden Tag mehr wirst du erleben, dein Leben funktioniert. Heute haben wir einen rigorosen Neubeginn für uns. Das heißt, perfekte Gesundheit, perfektes Wohlfühlen, perfektes Ideal deines Selbstes. Das heißt, werde zu deinem Gott. Du bist Gott. Und alles, was du erleben darfst, ist, dein Leben korrespondiert nach dem, was du möchtest. Werde erfolgreich. Werde dir klar, du selbst setzt deine Grenzen. Es ist einzig der Verstand, der dich hindert, zu glauben, was du in diesem Leben an Fähigkeiten, an Talenten, an Geborgenheit, an Wohlfühlen, an Glücklichsein erinnern darfst. Erinnern, annehmen, anpassen lassen, groß sein dürfen, lustig sein dürfen. Die Pyramide das Geschenk für uns Menschen. Und nun geht es darum, wie schnell aktiviert es sich in dir. Und das bedeutet, du entscheidest. Gehst du jeden Morgen in diese Pyramide, nimmst du dir die Zeit, lässt du dich aufladen. Neubeginn in der Transformationsphase. Wir haben jetzt vom 13. bis 17., sagen wir, eine kleine schwammige Phase. Hier kommen noch einmal die ganzen Zweifel, hier kommen noch die ganzen Unlustigkeiten. Hier kommt einfach alles, wo übertrieben viel Leid drin war. Und wenn du in dieser Pyramide warst, dann lockert die sich auf und dann geht es nur noch darum, indem dir klar wird, lass Leid los und gehe vollständig in die Freude. Das ist das, was wir in den nächsten Tagen aktivieren dürfen. Enttäuschungen, Wut, Unbegrenztheit, Unbegrenztheit, was ist dieses für ein Wort? Unbegrenztheit heißt, dass du mehr zulässt, als du glaubst, jemals gewesen zu sein. Diese Pyramide ist was ganz Großes. Es kommt aber darauf an, ob du selbst dich entscheidest, es zu nutzen. Jeden Tag, jeden Tag. Das heißt also jetzt von heute bis zum 17. schwammige Tage und alles, was hier dazu gehört, was ich an Hilfestellung dir weitergeben darf, lies auf meiner Homepage. Ich soll dir eines sagen, wenn du den 18. Morgen, 18. Juli am Morgen aufwachst, dann kannst du sagen, ich habe mir gerade selbst wieder etwas Gutes getan und habe wieder eine ganz wichtige Schale losgelassen, um dann wirklich noch leichter in meinem neuen Leben anzukommen. Somit werde ich vielleicht wahrscheinlich morgen, spätestens am 16. noch ein Video machen. Liebe Grüße hier von Spanien und danke fürs Zuhören. Danke.